Ein Unfall bei Schneeglätte forderte am späten Dienstagnachmittag 4 Verletzte. Ein Pickup aus dem Landkreis München geriet zwischen Erding und Dorfen auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Sprinter. Der Sprinter schleuderte in eine Böschung und kollidierte mit einem Baum. Im Anschluss schleuderte der Pickup gegen einen BMW, der von einem Ansbacher gesteuert wurde. An der Kollision waren 3 Fahrzeuge beteiligt, 4 Insassen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus Erding und ins Klinikum Freising. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.